Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativparty.de und heute wollte ich euch zeigen, wie man hier dieses kleine Gastgeschenk basteln kann. Ich werde das ja innerhalb unserer Familie, wir werden heute oder dieses Jahr im Kleinkreise feiern und da werde ich dann jedem zum Essen halt nochmal so ein kleines Gastgeschenk mit auf den Tisch legen. Ja, es ist ziemlich neutral, ganz schlicht und genau, das wollte ich jetzt mit euch basteln. Das ist so eine Sour Cream Box, nennt man die, glaube ich, oder ist das so eine Tetraeder Box? Also hat 1, 2, 3, 4, 4 Seiten. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Genau, das stelle ich mal hier hin. Das ist nämlich auch ganz schnell gemacht. Und zwar, man braucht Designpapier. Hier habe ich ein Gastgeberin-Set verwendet, das heißt Mustermix. Wenn man als wenn man bei Stemming Up für Sachen im Wert von 200 Euro einkauft, dann bekommt man noch 20% nein, Quatsch, 10% Shopping-Vorteile. Das sind bei 200 Euro 20 Euro. Und dann kann man sich dann zum Beispiel dieses Papier, was dann 22 Euro Warenwert hat, mit in den Warenkorb reinlegen. Dann zahlt man halt noch etwas drauf. Und genau, bekommt dann dieses Papier. Da ist super viel Papier drin. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal auch gezeigt. Genau, alle Produkte verlinke ich dann auf meinem Blog. Ja, zu meinem Blogbeitrag kommst du, wenn du unten in die Videobeschreibung reinguckst. Und genau, aus einem großen DIN A4, nicht DIN A4, das ist hier 12x12 Inch, ja, bekommt man 8 Boxen raus, meine ich, genau, wenn ich jetzt hier richtig gerechnet habe, ja. Ich lege es hier bei 6 Inch an, das ist, wenn hier diese Schiene hier, diese Ausgabschiene hier dran ist, genau bündig ranlegst, dann hast du genau diese 6 Inch, ja. Und dann, ja, kann ich hier auf 3 Inch gehen, ja, dann kriegst du genau noch 4 Stücken pro Hälfte raus und genau. So, ich mache jetzt erstmal nur eins. Genau, das werde ich mir jetzt hier, nee, ich werde erstmal von innen, werde ich mir jetzt hier erstmal Abreißklebeband aufkleben auf eine Seite. So. Und hier von außen werde ich mir hier auch was aufkleben auf die kurze Seite. So, jetzt ziehe ich mir es hier noch mal so ganz vorsichtig über den Papierfalter, dass sich so eine leichte Wölbung ergibt. Und jetzt werde ich hier schon mal die Schutzfolie abziehen. Auf der anderen Seite auch. Hier an. Genau, und jetzt kann ich mir es hier umbiegen und bei dem Papier, da ist es natürlich total komfortabel, weil ich ja hier diese Linien habe, da kann ich dann einfach hier genau gucken, ob ich hier auch gerade bin. Ja, bei anderem gemusterten Papier geht das auch irgendwie. So, jetzt habe ich hier praktisch eine Röhre. So, und jetzt sehe ich zu, dass ich die Falz an die Seite hinbekomme. Und drücke mir das hier praktisch fest. Und kann dann nochmal hier einen richtig scharfen Knick mit dem Papierfalter ziehen. So, jetzt kann ich das füllen. Rein theoretisch kann man da auch noch Konfetti reintun. Darauf verzichte ich jetzt. Ich glaube, das findet meine Familie dann nicht so toll. So, und jetzt kann ich mir das hier einfach hier zubiegen. Und das ist so eine selbstschließende Box. Ja, das reicht hier eigentlich schon. Gerade dann auch, wenn man das hier dann nochmal hier
noch mal so einen scharfen Knick rein macht. Ja, kann man auch zur anderen Seite machen. Genau, das mache ich jetzt auch mal. Und die andere Seite war besser. So, und dann kann ich hier einfach, kann ich mir überlegen, wo ist das? Ja, genau, ich drehe es doch mal um. Ich mache mir hier den scharfen Knick rein. Und doch auf die andere Seite, weil dann habe ich hier unten praktisch die, wie heißt das hier, die Überlappung hier, die Klebelasche. Ja, hier kriege ich das ja dann auf. Das ist ja nicht festgeklebt, das ist ja offen. Und da kann ich jetzt, wenn ich hier einfach mit der Lochzange ein Loch einmal, rein theoretisch kann man das auch so lassen, ja. Ich mache es jetzt trotzdem hier mit Loch nochmal rein. Und da werde ich mir hier eine von diesen Klammern, oh, ich habe hier einen falschen Deckel drauf gemacht. Das sind diese Klammern hier. Hier steht jetzt Pailletten drauf, da habe ich irgendwie den Deckel verwechselt. Was habe ich denn hier? Auch, naja, egal. Jedenfalls alle Produkte, die verlinke ich dann auf jeden Fall auf meinem Blog. Da nehme ich mir hier so eine schwarze Klammer, die gibt es einmal mit Quadraten und einmal kreisförmig. Ich habe jetzt hier zu dem Karo-Muster, dachte ich, mit dem Quadrat, das passt ganz gut. Und dann werde ich mir einfach noch ein Herzchen stempeln. So, dieses Herzstempel, ach so, genau, das Stempelset, das ist ein ganz neues Set. Grüße mit Herz heißt das. Und da sind ganz viele verschiedene Sprüche drauf. Und da habe ich jetzt sie gewählt für dich. Genau, das gibt es im neuen Katalog. Und da gibt es auch super schöne Stanzformen dazu. Das ist ein Produktpaket. Und genau, hier so einen kleinen Briefumschlag. Ja, so ein Anhänger, ganz viele Herzen in verschiedenen Größen. Irgendwelche Banner. Das fand ich sehr schön. So, und das stempel ich mir praktisch hier ab. Hier habe ich jetzt Glutrot verwendet. Und genau, das stanze ich mir aus. Aber ich habe mir jetzt Arbeit gespart. Ich habe mir das hier schon fertig vorgestanzt. Und das klebe ich dann einfach hier leicht schräg auf. Das fand ich so ganz nett. Und dann mache ich einfach noch eine Schleife drauf. Dann nehme ich mir mein Schleifenband und mache mir hier so in der Luft ein kleines Schleifchen. Ups, immer meine Stoffschere, die schneidet einfach besser. Bei der Papierschere, da habe ich dann immer, da setze ich mir hier einfach zum Schluss noch einen ganz kleinen Klecks Kleber hier rauf. Und klebe mir die Schleife hier unten einfach auf. Ja, das ist wie gesagt ein ganz schnelles Projekt. Ja, schnell gemachte kleine Gastgeschenke, Goodies. Jetzt meine Workshop-Teilnehmerinnen haben das letzte Mal auch, als sie jetzt am Online-Workshop teilgenommen haben, hier so ein kleines Gastgeschenk bekommen oder auch die dann bei mir bestellen, die bekommen natürlich auch immer so eine Kleinigkeit. Und genau, und das habe ich gebastelt und da habe ich ein anderes Designerpapier genommen. Wie gesagt, man ist total flexibel. Ja, das Designerpapier, das lässt sich gut hier verarbeiten dann auch und man braucht nicht viel. Wie gesagt, 3x6 Inch ist so ein Bogen, ja, und dann kriegt man hier so eine nette kleine Verpackung hier raus. Genau, das ist das letzte Video in diesem Jahr. Ja, ich wünsche allen dann einen guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Genau, ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und genau, dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Jahr. Nächste Woche geht es auch schon weiter und genau, dann sage ich tschüss, bis bald.